Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Da mich schon einige von euch gefragt haben, wie man den Hintergrund bei Samsung Note auf ein 5x5mm Raster anpasst, hier ein kurzes Tutorial. Wir gehen jetzt gleich mal in Samsung Notes. Das könnt ihr hier gerade sehen. Und hier ist jetzt das kleinste Raster von Samsung vorgewählt. Das können wir hier unter Seitenvorlage, können wir das ändern zu einem größeren Raster oder irgendwas anderem. Und ich möchte aber ein 5x5mm Raster haben und viele von euch ja scheinbar auch. Dafür gehen wir ins Internet und laden uns zum Beispiel, wir geben ein Google ein, 5x5mm Raster PDF Vorlage. Dann nehme ich hier das erste, das kommt. Dann könnte man einmal hier oben den Komplettpack herunterladen bei Download. Oder aber man sucht sich ein einzelnes aus. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel einfach mal das blaue. Das lade ich herunter. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das Problem, dass Samsung Notes keine PDFs als Hintergrund einbinden kann. Oder ich habe es zumindest nicht geschafft. Aber das ist kein Problem, das lässt sich lösen. Wir gehen einfach mal auf die Punkte. Öffnen mit. Samsung Notes. Dann können wir das die ganze Seite hier einfach mal als Bild speichern. Und wenn wir es gespeichert haben, dann können wir es als Bild exportieren. Na? Bilddatei. Die könnt ihr jetzt hinspeichern, wohin ihr sie wollt. Gibt es hier auch die Geräteordner? Natürlich nicht. Kann ich das auch einfach als Bild speichern? Als Datei speichern? Ja, als Bilddatei. Da würde ich hier das einfach im Download-Ordner ablegen. Das sieht man schon, da ist die PDF. Speichere ich hier jetzt auch rein. Unter den gleichen Namen. So. Und wenn ich jetzt auf mein Seitenvorlagendokument gehe, kann ich hier über die Punkte auf... ich muss im Bearbeitungsmodus. Dann gehen wir hier auf Seitenvorlage. Wir können hier unten auf den Plus ein Bild hinzufügen. Jetzt sehen wir schon in Downloads, sind zwei Bilder. Das hier haben wir gerade heruntergeladen. Und wenn wir das jetzt hier auswählen, ist das jetzt unser Hintergrund. So einfach kann man den einfügen. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Bild eurer Wahl einfügen. Ein 5mm, das war jetzt eins, das ich hier als Beispiel gewählt habe. Ja, ich hoffe, das war es aber hilfreich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.